Hey Leute, heute geht es um was sehr Großes, sehr Wichtiges, was mit der Zukunft dieses Kanals zu tun hat. Und ich bitte euch, dass ihr das ganze Video schaut, bevor ihr irgendwie ausrastet und so weiter. Also bitte wirklich alles schauen, damit ihr auch wirklich alles versteht. Aber erst kommt das Intro. Ich habe lange überlegt, wie ich dieses Video machen soll, und jetzt habe ich beschlossen, dass ich euch einfach ganz klar und direkt sage, was los ist. Ich werde eine lange Reise machen. Um genau zu sein, will ich nach Südostasien. Welche Länder da alles vorkommen, ist noch nicht ganz hundertprozentig klar. Geplant sind Vietnam, Laos und viele andere Länder und viele andere Orte. Wie lange das Ganze geht, ist auch noch nicht ganz klar. Eigentlich sind 9 Monate angepeilt, aber das kostet natürlich auch sau viel Geld. Deswegen kann es sein, dass es auch nur ein halbes Jahr ist, aber es werden auf jeden Fall mehrere Monate sein. Und natürlich bedeutet das: Was mache ich in der Zeit für YouTube? Und das ist auch die Frage. Natürlich möchte ich mit YouTube nicht aufhören. Das ist mein allerliebstes Hobby und ich mache das so gerne und auch jetzt schon echt lange, dass ich eigentlich mir gar nicht vorstellen kann, damit aufzuhören. Aber um weiterzumachen, brauche ich ab diesem Punkt eure Hilfe. Das Ganze habe ich mir nämlich so überlegt. Ich werde ja relativ lange weg sein, wie gesagt, mehrere Monate, vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht auch noch länger. Aber bis dahin sind noch ungefähr 2 Monate. Das heißt, ich habe jetzt noch ziemlich viel Zeit, um Videos vorzuproduzieren. Und da kommt ihr ins Spiel. Ich möchte jetzt so viele Videos vorproduzieren, dass trotzdem noch jede Woche ein Video rauskommen kann. Aber so viele Ideen habe ich nun mal nicht. Das heißt, es ist eure Aufgabe, mir hier in den Kommentaren, Kommentaren unter jedes andere Video auf Facebook, auf Twitter, meinetwegen auch als Snapchat, mir Ideen zu schicken, und zwar konkrete Ideen, denn ich bin darauf sehr angewiesen. Ich muss natürlich auch sehr viel noch machen für die Reise. Ich brauche Visum und so weiter und alles Mögliche, und ich habe nicht unendlich viel Zeit und Energie, um jetzt jeden Tag nachzudenken, welche Videos ich jetzt vorproduzieren muss. Und wenn ihr wirklich Interesse habt, dass ich da weitermache und mir da helft, dann ist es möglich. Auf diesem Weg habt ihr auch die Möglichkeit, aktiv mitzuentscheiden, wie dieser Kanal hier aussieht. Vor allem wünsche ich mir natürlich Ideen für Monstermythen, richtig geile Wesen, die ich vielleicht noch gar nicht kenne, aber einfach extrem interessant sind. Oder vielleicht auch mal irgendeine Comedy-Idee oder vielleicht eine Idee für ein Lied. Also die Sachen, die ich halt mache, und davon halt ein paar coole Ideen. Und natürlich möchte ich nicht, dass ihr mir jetzt meine Arbeit wegnimmt. Ich will nicht, dass ihr mir irgendwelche Videos skriptet und ich nur noch die Kamera anwerfe und vorlese. Ich will natürlich selber diesen kreativen Prozess machen, alles ausarbeiten, alles skripten. Ich brauche nur von euch konkrete Denkanstöße, damit ich überhaupt auf dieses Pensum komme, weil es einfach sehr, sehr, sehr viel Arbeit ist, die mich wahrscheinlich, oder jetzt schon, wenn ich daran denke, überfordert. Aber das ist natürlich noch nicht alles, denn ich habe beschlossen, dass ich diese kleine, ganz okay, Kamera mitnehme und da vloggen werde. Das heißt, ihr könnt euch darauf einstellen, dass ab und zu mal ein Vlog kommt. Ich hoffe, jede Woche mindestens einer. Da ich manchmal aber auch in sehr kleinen Dörfern unterwegs sein werde, wer weiß, ob es überall Internetzugang gibt. Aber ich denke, dass ich das schon hinkriegen werde, jede Woche ein Video zu machen. Ich werde euch also auf meine Reise mitnehmen, euch alles zeigen, was ich so erlebe, und euch immer einen Einblick dalassen. Ich hoffe mal, dass es euch interessiert. Ich mache ja eigentlich keine Vlogs, aber vielleicht ist es für euch irgendwie interessant. Ich hoffe zumindest. Und jetzt kommt die Frage: Wie könnt ihr mir dabei helfen? Das eine habe ich schon erwähnt, indem ihr einfach coole Ideen schreibt, die irgendwie auch realisierbar sind, damit ich genug Videos vorproduzieren kann. Das zweite ist, indem ihr genau diesem Video einen Daumen nach oben da lässt, einen Kommentar und vor allem auch teilt, wenn es euch nicht zu anstrengend ist, damit wirklich jeder Zuschauer dieses Kanals es mitbekommt, damit jeder sich beteiligen kann und jeder Ideen hat, damit wir das alles überhaupt hinkriegen. Und das dritte ist, dass ihr mir eine Chance gebt. Natürlich wäre es gelogen, wenn ich sagen würde, es wird hier genauso aussehen, wie es die ganze Zeit aussah, weil ich werde vorproduzieren, ich werde nicht wirklich hier sein, auch wenn ihr meine Videos seht, ich werde nicht mehr so oft auf Kommentare antworten können. Ich weiß auch nicht, ob ihr dann noch so oft Snapchatten können, aber trotzdem will ich versuchen, so weit wie möglich euch einen schönen, guten Kanal anzubieten. Und dafür brauche ich vor allem, dass ihr daran glaubt und dass ihr mir da die Chance gebt, zu zeigen, dass ich es wirklich ernst meine und dass ich es auch wirklich versuchen will. Natürlich ist es okay, wenn ihr jetzt sagt, dass es einfach nicht mehr derselbe Kanal sein wird und dass sich halt vieles ändern wird. Und wenn ihr da wirklich keine Lust habt, dann ist es natürlich eure Entscheidung, ob ihr da noch mitmachen wollt oder nicht. Und ihr könnt natürlich den Kanal auch verlassen. Aber wenn ihr nicht so denkt, dann gebt dem Ganzen doch gerne eine Chance, damit das hier alles nicht einfach
vorbei ist. Mehr gibt es im Moment nicht zu sagen, ihr wisst, was ihr tun sollt und wenn es noch viele Fragen von euch gibt, dann mache ich vielleicht noch ein zweites Video, aber erstmal habe ich vor, ganz normal meine Videos rauszubringen, bis ich gehe. Wir sehen uns also am Mittwoch wieder, ich hoffe, dass ihr bis dahin schon ein paar Ideen geschrieben habt und ja, das war's. Danke fürs Reinschauen, Leute, und neben mir findet ihr zwei weitere Videos. Zum einen Teil mein letztes Video mit Baby Chrissy, da habe ich euch ein paar ziemlich bescheuerte Sachen, die man so im Internet findet, vorgestellt. Und zum anderen meinen letzten Vlog, wo ich euch ein paar Sachen über mich erzählt habe, die ich so vor noch niemandem erzählt habe. Also Leute, bis dann, ciao.